willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute geht es um das Thema Klimaanlagen umrüsten und was man da beachten sollte. Also viel Spaß im Video. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Klimaanlagen und deren Umrüstung. Und dafür haben wir ein konkretes Beispiel, einen 79er Town Car. Dieses Fahrzeug hatte noch eine Anlage mit R12, beziehungsweise es wurde damals bei dem Import abgesaugt. Und wir können diese Anlage nicht wieder mit R12 befüllen, weil natürlich jeder weiß, R12 ist komplett verboten. Also müssen wir es umrüsten auf R134A. Und dazu gibt es halt dann einige Dinge zu beachten. Und die zeige ich euch jetzt. Okay, so zum Klimaanlage umrüsten müssen wir auf jeden Fall alle O-Ringe tauschen. Ja, weil guck mal hier. Das sind die Originalen, die sind schwarz. Und das sind die Klimaanlagen-O-Ringe. R134A tauglich. Das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass man alle Dichtungen tauscht, an die man drankommt. So, dann müssen wir auf jeden Fall den Kompressor, das Öl tauschen. Ja, dafür wird er ausgebaut. Wir müssen hier alle Schläuche, alle Verschraubungen lösen, neue Dichtungen rein. So, wir werden jetzt die Schläuche spülen. Na, wir werden alle Dichtungen da austauschen, wo wir drankommen. So, guck mal hier. Den werden wir jetzt austauschen, den Schnüttel. So, das Ventil ist soweit okay. Also wir kontrollieren alle Teile von der Klimaanlage. Ja, hier zum Beispiel die werden alle ausgetauscht, damit das nachher vernünftig funktioniert und dicht wird. Ja, perfekt. Also hier, guck mal, das muss so reinrutschen. Das ist wichtig, dass das hier so reinrutscht. Und dass man das bis zum Ende mit der Hand beiziehen kann. Weil sonst kann es sein, dass ihr dass der O-Ring gequetscht wird und dann wird es undicht. Das wollen wir natürlich nicht. Hast du das jetzt nochmal sauber gemacht, oder was? Ich habe das jetzt nochmal sauber gemacht. Und dann sehe ich halt immer wieder, dass Leute die Anschlüsse so anknallen. Das braucht man nicht. Weil du hast ja eh eine Dichtung da drin. Und dann brauchst du die Verschraubung brauchst du nicht so stark anziehen. Hauptsache die Dichtungen sitzen richtig. Das ist viel, viel wichtiger. Ja, hier zum Beispiel. Gut, wir müssen, dass die Verschraubung sich nicht löst, müssen wir natürlich ein bisschen anziehen, das ist klar. Aber nicht mit aller Gewalt. Ja, ich halte ein bisschen gegen, damit ich da nichts verbiege. So, das reicht. So, dann haben wir das. Jetzt werden wir noch das Expansionsventil einbauen. Das zerstäubt. Also pass auf, Klimaanlage funktioniert so. Du hast das Kältemittel, das Kältegas, das wird mit dem Kompressor, wird das komprimiert. Dadurch, dass das komprimiert wird, wird es flüssig, wandert hier unten durch den Kondensator, kondensiert da drin und wird dann flüssig. Hierdurch, das ist das Expansionsventil, wird flüssig eingespritzt hier in diese Leitung. Ja, also was hier flüssig ankommt, kommt hier gasförmig an. Und dadurch, dass es gasförmig hier eingespritzt wird in den sogenannten Verdampfer, wie der Name schon sagt, verdampft das Kältemittel und kühlt dadurch oder entzieht der Luft die Feuchtigkeit und kühlt es dadurch runter. Ja, und deswegen wird das so extrem kalt und kommt dann hier gasförmig wieder zurück und wird wieder gasförmig angesaugt. Der Kompressor verdichtet das wieder, es wird flüssig, wandert hier durch und wird wieder hier eingespritzt. Das ist ein Kreislauf und mehr ist es leider nicht. Ja, also ich habe immer gedacht, das ist ein riesen Hokuspokus, aber das ist kein riesen Hokuspokus. Das hier ist der Rücklaufschlauch. Ja, hier kommt ja das gasförmige Kältemittel, geht ihr hier weiter. Hier ist ein Bypassventil und dann geht das hier zurück. So. Und
der wird, geht halt hier wieder in den Kompressor rein. Wir gehen jetzt gleich nochmal alles durch. Wir sind jetzt soweit durch mit dem Anschließen der Schläuche. Klimakompressor haben wir entleert, neu geölt. Trockner ist getauscht. Dafür mussten wir den Klimakondensator ausbauen. Das geht am einfachsten bei dem Auto. Dann haben wir hinten da die Schläuche gespült, haben alle Dichtungen erneuert, wo wir dran kommen. Und jetzt kommt der Punkt die Stunde der Wahrheit. Jetzt werden wir unser Klimagerät anschließen, die Feuchtigkeit rausziehen und die Anlage befüllen und schauen, ob sie dicht ist. Also hier mit dem Vakuum ziehen, da ziehen wir jetzt die Feuchtigkeit raus aus der Anlage, weil die, auch Luft hat Feuchtigkeit und wir wollen so wenig wie möglich die Feuchtigkeit in der Anlage haben und wir gucken direkt, ob es dicht ist. Natürlich testen wir das nicht auf Druck, die Dichtheit, sondern wir testen auf Unterdruck die Dichtheit. Und wichtig ist, dass der die 1000 Millibar kriegt und die nachher auch relativ gut hält. Mal gucken. Also der hat jetzt immer noch den Druck. Das zeigt mit Sicherheit jetzt, dass die Anlage leer ist. Hier, das was ich meinte. Ich muss da Flüssigkeit, okay. Kältemittel reingeben. Dann mach das. Wie viel? 1700. Ja? Wir haben gesagt 1700, machen wir mal rein. Boah! Das ist ja arschkalt hier! Das ist ja arschkalt hier. Du wachst mir mit der Eistafel aus der Nase. Ja. Also, ich sag dir, das kühlt besser als bei mir. Ja, das muss jetzt nur dicht bleiben. Also hier wird schon richtig kalt. Übrigens ist das hier ein Vereisungsschutz, beziehungsweise hier ist ein Kapillarröhrchen. Und mit dem Kapillarröhrchen schaltet das Expansionsventil den Druck zu oder ab, damit dass die Anlage nicht vereist. Und das Rohr hier ist auch ein Druckrohr drin und da wird dann der Druck dann geregelt. Ja, das ist ein Druckregler. Und je nachdem, ob die Anlage vereist oder nicht, wird sie hier in dem Bereich immer clean gehalten. Ja, also das muss so sein. Das ist ganz wichtig. Und jetzt messe ich nochmal die Temperatur. So, jetzt lief die natürlich schon ein bisschen länger. Und hier ist jetzt richtig kalt drin. Also das ist wirklich richtig, richtig kalt. Jedenfalls habe ich das Gefühl. Wobei wir haben ja auch draußen 30 Grad. Und ich denke mal da drin. Also 7 Grad haben wir jetzt hier im Kanal. 6 Grad, 5 Grad. Also das ist schon auf jeden Fall extrem kalt. 4 Grad. 3 Grad. Ich halte jetzt einfach nur mal rein hier. Also das ist auf jeden Fall, ich denke mal, das hältst du dann aus im Winter. Im Sommer. Ja, weil hier gerade Winter drin ist, ey. So, also. Anlage ist kühl. Hier geht auf minus 2 Grad. Ich krieg die Krise. Nein, also hier kommt richtig kalt raus und das hat auf jeden Fall geklappt. Und wichtig ist halt immer, wenn ihr solche Anlagen umrüstet,
seid gründlich und arbeitet sauber. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr Probleme oder Fragen habt, dann meldet euch bei uns. Und wir sind jetzt wieder am Ende von unserem Video angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.